Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Spielmann Aki und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch jemanden vorstellen möchte. Das passiert heute. Ja, und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch jemanden vorstellen wollte, aber ich glaube, das macht er einfach mal selber. Und ja, Steven, dann fang doch mal an. Ja, ich bin der Steven, bin 38 Jahre alt und spiele Schlagzeug. Schön, cool. Wie bist du zum Schlagzeug gekommen? Ja, eine ganz kuriose Geschichte. Also als Kind war ich mit meinen Eltern mal auf einer Tanztee-Veranstaltung. Da hat eine Liveband gespielt und ich stand permanent vorne an der Bühne und habe den Schlagzeuger beobachtet. Wirklich von Anfang bis Ende. Und da habe ich schon so das erste Mal so für mich gedacht, vielleicht ist ja Schlagzeugspielen was für dich. Cool, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ja. Ja, und dann ist es so passiert, dass zu Weihnachten ein Paket zu uns oder zu meinen Eltern kam, falsch adressiert. Und als Kind macht man das natürlich auf, weil das war ein großes Paket. Und da war so ein Kinderschlagzeug drin. Cool. Ja. Und das war eigentlich so meine Anfangszeit. Also das war so der erste Kontakt mit dem Schlagzeug halt, ja. Okay. Genau. Und das war vor wie vielen Jahren? Das war schon sehr, sehr lange her. Okay. Oh, cool. Fetzt auf jeden Fall. Nee, ist ja fast so ähnlich wie bei mir. Also jetzt nur mal für diejenigen, die das jetzt interessiert. Also ich, wie ich zum Dudelsack gekommen bin. Ich habe mit meinen Eltern zu Hause gesessen und da lief im Fernsehen das Tattoo in Basel. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das Tattoo in Basel ist die Musikschau der einzelnen Nationen. Also da treten mehrere Nationen auf. Unter anderem auch die Schotten. Okay. Und da war dann irgendwie so die Leidenschaft für den Dudelsack geweckt. Also ich dachte so, Mensch, das ist ja ein richtig cooles Instrument. Und habe mich dann irgendwann mal so informiert, was ist denn so ein Dudelsack überhaupt? Wie funktioniert denn der? Und dann ist irgendwann mir aufgefallen, dass wir in Deutschland auch eine eigene Dudelsack-Tradition hatten. Okay. Und dann war für mich natürlich sofort klar, also wenn Dudelsack, dann nicht von irgendwem anders, sondern unserem. Okay. Ja. Und als ich mich dann nochmal weiter informiert habe, ist mir dann die Kinnlade runtergefallen, was so ein Ding kostet. Und ich muss dazu sagen, ich war damals Lehrling und da ist natürlich ein Musikinstrument für 1200 Euro, 1500 Euro, ja, naja, oder ja, wenn ja. Auch noch höher, ja. Nicht drin gewesen. Aber ich war Tischlerlehrling und ich dachte mir so, Mensch, baust du dir selber so ein Ding. Ja, das war natürlich eine riesengroße Überschätzung mit allem drum und dran. Nee, und dann habe ich irgendwann angefangen zu bauen und habe die ersten anderthalb Jahre nur für die Feuertonne gedreckt, ist alles weggeflogen. Ja, okay. Ja, aber dann irgendwann war da mal so ein Hümmelchen fertig, also was man als Hümmelchen bezeichnen könnte. Ja, also ja, es kamen Töne raus und die haben zwar noch nicht hundertprozentig gepasst, aber man könnte alle meine Hähnchen draus spielen. Und ja, dann habe ich halt rumgefragt und alle Sackpfeifenmacher haben mich irgendwie so ein bisschen abgewiesen und wollten da eigentlich auch nicht so wirklich was von wissen. Okay. Bis auf einer, und das war Steffen Fischer aus Köthen, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Der hat irgendwie gesagt, Mensch, komm, spiel mal was vor. Ja, dann habe ich am Telefon, hatte ich den Hörer dabei und habe dann quasi am Telefon ihm da was vorgespielt. Und der meinte dann, Mensch, das klingt ja gar nicht mal so schlecht, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich wirklich nach Köthen gefahren und so fing das Ganze an. Gut, sehr gut. Und da habe ich dann auch die ganzen Dudelsäcke alle hängen gesehen und ja, dann musste ich mir einen bestellen, das ging auch nicht mehr anders. Und bei mir war es meine Mutti, die hat mir dann quasi das Geld geliehen für den ersten Dudelsack. Schön. Und bis heute nicht wieder eingefordert. Ja, danke Mutti an die Stelle, an der Stelle, das war eine sehr gute Investition, glaube ich. Und die sagt auch heute, also hätte sie damals schon gewusst, was da so bei rauskommt und dass das halt doch so cool wird, da hätte sie gar nicht weiter überlegt, da hätte sie mir sofort einen viel teureren und viel größeren geschenkt. Aber ich glaube, das war ganz gut so und so ist das dann alles so entstanden, auch mit dem Bauen und bis heute, jetzt mittlerweile 15 Jahre. Und ja, so bin ich da auch dazu gekommen. Also ich merke schon, die Geschichten ähneln sich so ein bisschen, weil natürlich habe ich das Schlagzeug dann bei mir auch aufgebaut und habe erstmal so gespielt. Na, kam natürlich nicht bei rum und naja. Und dann stand es lange Zeit im Keller, eingestaubt. Und irgendwann habe ich dann mit meiner Oma gesprochen. Und ich sage, Mensch, Kinderschlagzeug, nun bin ich schon ein bisschen größer. Und ja,
Könntest du dir nicht vorstellen, mir so einen kleinen Vorschuss zu geben für so ein Schlagzeug? Und das war dann tatsächlich das Geld für mein erstes großes Schlagzeug. Und meine Eltern sagen bis heute noch, es ist das einzigste Hobby, was ich wirklich permanent dann durchgezogen habe, bis Ach, heute. das war bei mir auch so. Und das sind jetzt 23 Jahre, wo ich aktiv Schlagzeug spiele, Ja, das ist natürlich schon tatsächlich. eine Hausnummer, das ist natürlich ordentlich. Naja. Das Also fetzt. es ist ja Leidenschaft. Es ist ja nicht Eben, genau. nur hier, weiß ich, wir müssen damit kein Geld verdienen Genau. oder so. Es ist ja halt Leidenschaft und es macht ja Spaß. Genau so ist es. Das ist, glaube ich, auch das allerhöchste Ziel. Und Musik spielen ist halt Musik spielen. Ja? Und jeder da draußen, der überlegt, ein Instrument zu spielen, also macht's. Macht's. Musik ist nie verkehrt und Absolut. es ist eines der schönsten Hobbys und erfüllt einen auch irgendwo. Ja? Ja. Und wenn man dann so sieht, dass da was bei rumkommt und dass man dennoch so nette Leute kennenlernt, Ja. ja, das ist dann schon echt nicht schlecht und das entwickelt sich dann halt auch alles weiter und das, so soll es ja auch sein. Cool. Absolut. Das fetzt. Aber mit den Hobbys, das war bei mir. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Karate gemacht, ich habe Judo gemacht, Tischtennis gespielt, Volleyball, also was ich nie alles angefangen habe, ja, Ja. aber nie irgendwas zu Ende gemacht. Und wie gesagt, das jetzt mit dem Dudelsack, das ist so wirklich ein Hobby, was bis heute tief in mir verankert ist. Das ist wirklich Ich sage ja, Wahnsinn. unsere Geschichten ähneln sich. Ja, das stimmt. Bei mir war es Angeln, Modellflug, was habe ich noch? Ich habe Judo zwischendurch auch gemacht, Fußball auch. Ja, und geblieben ist Sehr cool, das. Schlagzeugspiel. Ja, unsere Geschichten, die ähneln sich ja wirklich, aber sag mal, wie bist du denn eigentlich zur Mittelaltermusik gekommen? Also Mittelalter an sich, das fing, glaube ich, an, wie bei jedem anderen auch, auf dem Mittelaltermarkt gefahren und dann auf der Bühne diese großen Dudelsäcke gesehen und das ganze Markttreiben an sich war sehr interessant. Und was mir da aufgefallen ist, war, als ich das erste Mal mit einem Instrument gekommen bin, dass die unwahrscheinlich offen sind. Okay. Also ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen damit gerechnet, dass die so, das habe ich jetzt, so nach der Mitte. Aber nee, das war ganz cool. Und die haben sich auch alle komplett interessiert. So, Mensch, cool, was ist das für ein, ach, hier von Steffen und so weiter, war ganz am Anfang das Okay. erste Instrument. Und dann fing das halt so an. Hat man die Musik gehört, dann hat man irgendwann mitgekriegt, dass wir noch Noten haben aus dem Mittelalter, welche überliefert sind. Okay. Denn viele alte Stücke, die man da noch so spielt und auch viele neue Stücke natürlich. Und ja, das war so mein Einstieg in diese Mittelalter-Szene, sage ich jetzt mal. Und Ja. dann mit Bands wie In Extremo, Saltatio Mortis, ja, Schelmisch, alles sowas, das sind so alles so Sachen, da bin ich dann Ja. so reingeschlittert und da hört man natürlich dann immer mehr Musik, wo Ja. Dudelsäcke drin Ja. vorkommen. Und das war dann halt eben genau der Punkt, also bin ich dann dazu gekommen. Okay. Wie ist das bei dir? Also ich muss ja sagen, ich spiele eigentlich, seitdem ich Schlagzeug spiele, so richtig, sage ich jetzt mal, immer so Cover. Cover-Musik und halt so diese Top-40-Bands halt. Und irgendwie hat mich aber dieses Mittelalter, diese Musik immer fasziniert. Das war immer so, gerade In Extremo. Ich bin ein ganz großer Sehr gut, ich auch. Extremo-Fan. Und ja, man hat sich ja dann mal mit der Geschichte von In Extremo befasst. Und das war, ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil die haben ja eigentlich so angefangen wie wir Ja, jetzt genau. so angefangen haben und zu diesem gebracht, was sie jetzt eigentlich sind. Und das war dann halt immer so, ich wollte immer Mittelaltermusik selber mal spielen, also gerne auch mal in so einer Band. Und es hat sich aber nie die Gelegenheit dazu ergeben, dass ich irgendwie mal so in eine Mittelalterband oder so reingerutscht bin, so mit als Schlagzeuger. Und das hat mich eigentlich nie losgelassen, das Ganze, ja. Klar, machen wir unsere Top-40-Sache und alles gut und auch zu Walpurgis spielen wir auch, aber immer nur Cover. Also was heißt immer nur Cover? Das ist auch ziemlich cool und ziemlich anspruchsvoll, weil wir machen das halt auch, oder jeder an sein Instrument spielt halt auch seine Identität rein sozusagen. Also ja, jeder kann da so sein, wie er ist und Das schon mal, das ist sehr gut. dadurch macht es das Lied halt auch dann so ein bisschen anders. Aber Mittelalter war immer Mittelalter. Und Walpurgis in Schürke, wir haben auf der Partybühne gespielt und ich bin vorher immer mit den Bandkollegen rum und ja, dann haben wir immer dann so geguckt, wenn so Künstler da waren, Gaukler da waren. Das fand ich total geil. Aber es hat sich, wie gesagt, nie angeboten, ja, mal selber Mittelaltermusik zu spielen. Ja. Und dann kam Aki. Und dann kam Aki. Dann kam Aki. Dann Ja, musste Mensch. erst Aki kommen. Da Ja. können wir jetzt einmal kurz Ja. erzählen, wie wir uns denn überhaupt kennengelernt haben, ja?
Genau. Das war eigentlich ganz lustig. Ja, also insgesamt haben wir dich ja dreimal gebucht. Also gesehen haben wir uns das erste Mal beim Frühshoppen in Kattenstedt. Genau, richtig. Das war Unter den so Linden war das, ne? unter den Linden, Genau, ja, richtig. Ja, genau. genau. Und ja, da kamst du ja dann so als Spielmann, Genau. als Gaukler halt und hast dein Programm abgezogen. Das war ziemlich cool. Das war so cool, dass ich zu meiner Fraus Geburtstag gesagt haben, alles klar, wir brauchen noch mal so ein i-Tüpfelchen für so eine Geburtstagsfeier. Ja, dich angerufen, du kamst natürlich auch. Bist super angekommen, muss man wirklich auch sagen. Also Ja. die Familie war außer Rand und Band, hat Das ist mitgemacht. hervorragend. Aber es war Ja. auch eine coole Familie, muss ich dazu sagen. Das ist auch ein cooler Auftritt gewesen. Ja, die Fetzen. Und dann jetzt Grüße gehen zum. raus an die Familie. Ja, genau. Und ja, das dritte Mal war es denn halt jetzt bei meiner Mutter letztes Jahr zum 65. Geburtstag. Und da haben wir ja im Vorfeld kurz telefoniert halt, Genau. weil ich das auch ziemlich cool finde mit so einem Marktsack, mit einem Hümmelchen und so, ja. Und da sind wir ja ins Gespräch gekommen, haben lange telefoniert, auch über in Extremum mal ein bisschen gesprochen. Genau, da haben wir dann erstmal so mitgekriegt, dass wir doch so ein paar Ja. Gemeinsamkeiten haben, ne? Und dann ging das ja so, Mensch, habe ich ja gesagt zu dir, ich spiele Schlagzeug schon ein paar Jahre, wollen wir nicht mal Genau. bei meiner Mutters Geburtstag zum 65. Mal beide was zusammen machen? Ja. Ja, und da warst du ja nicht abgeneigt, Gott sei Nein. Ja. Dank. Ja, und dann zack, die Wühltrommel bestellt, ein paar Mittelalter-Sachen bestellt und dann kamst du ja und dann, ja. Da muss ich jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Das war auch Ja. wirklich cool. Also wir haben ja im Vorfeld abgesprochen, dass wir zusammen was machen würden. Ja. Da war nichts geplant, da war Nee, nichts nee, geprobt, da war gar nichts. nein. Und das Coole war, ich kam da an und ich dachte, gut, alles klar, kommt jetzt da in Zivilklamotten mit einer Trommel und trommelt. Also ich dachte jetzt hier an sowas hier, ja. Und auf einmal kommt dieser Typ, ja, und geht an seinen Kofferraum und sagt, ich muss mich noch umziehen. Sag ich, was musst du dich noch umziehen? Ja. Und dann auf einmal fing der an und hat sich da Mittelalterklamotten angezogen. Da ist so, oh, das ist ja cool. So, Ja, authentisch halt, wenn schon, ne? denn schon. Und auf einmal zieht der eine Davul-Trommel daraus, ja. Also ich meine, die sind so groß, ja. Und man weiß ja auch, was die kosten. Und da hat er sich dann wirklich so eine Trommel gekauft. Und ich muss dazu sagen, wir haben unten auf dem Parkplatz noch gestanden und wollen wir noch mal zusammen üben? Nee, komm, wir machen Ach, Kaltstart, ja. Und das war so cool. Und dann sind ja. wir beide hoch. Ja, und dann ging das los, ne? Dann sind wir oben rein und mit Trommel und mittelalterlichen Marktsack und wir haben da Dann ging es ordentlich, wir gegen. haben da gerockt. Ja, Ja, das ja. war schon cool. Das ist halt das, was ich so cool finde bei Musik. Ja, wenn sich zwei Musiker treffen. Also es gibt Musiker, die machen Musik und dann gibt es Musiker, die machen Musik. Weißt du, wie ich das meine? Und jeder so auf seinem Gebiet so gut, wie er es kann. Und ich fand, wir haben das wirklich ziemlich gut gemacht. Also und das Feedback war ja auch Würde ich gerade sagen, phänomenal, also wenn ja. man das Feedback gesehen hat, ja. Genau. Und das Schöne war auch, nach jedem Lied, was wir wirklich gemacht haben, weil wir beide selber begeistert waren, wie wir zusammen grooven, sage ich Ja. mal, haben wir jedes Mal abgeklatscht. Ja, jedes Das Mal. machen wir noch heute auf der Und Bühne. man sieht es auch gleich immer, also wir grinsen immer noch, Ja, wenn wir absolut. darüber reden. Also das ist, Absolut. ja, weil es halt einfach fetzt, weil es total Spaß macht. Und ja, nee, so fing das Ganze an. Und So nach fing es an, ja. der Geburtstagsfeier haben wir Ja. dann gesagt, wir müssen nochmal treffen. Ja, genau. Das kann nicht nur einmal Nee, gewesen sein. das. Und dann, ja, seitdem haben wir uns dann immer mal regelmäßig getroffen zum Üben und so. Einen Ausschnitt habt ihr ja schon bekommen von mir. Kommen noch ein paar mehr. Ja. Und ja, auf jeden Fall ist es dann immer weiter gewachsen. Dann haben wir ja irgendwann angefangen, Mensch, hier, wir brauchen noch ein bisschen was Mystisches. Dann haben wir zwei Feuerkelche Ja. gehabt und dann, weil die Ja, noch nicht ja. genug waren, haben wir noch zwei Banner gebaut. Ja, Und genau. da ist schon so ein bisschen was entstanden. Und das Bühnenbild an Absolut. sich, das sieht schon echt cool aus. Ja, und dann war ja der erste große Auftritt, den wir beide hatten, war ja beim Karnevalsverein in Güntersberge. Ja. Da haben wir zweimal oben auf der Bühne gestanden und haben da im Abendprogramm eine coole Show Ja. abgeliefert. Und einmal zum Rentner- und Kinderverschenken. Und Rentner- und Kinderverschenken waren wir auch noch. Genau, Genau, so. richtig. Ja, genau, Ja. richtig. Und da haben wir dann halt eben auch mal zusammen so wirklich Mucke gemacht und das war halt echt cool. Das kam Ja. auch gut an und ja, da war eigentlich Ja. klar, das ist eine Nummer, die ist nicht nur für Genau. zwei, dreimal. Das müssen wir weitermachen. Ja. Und das wechselt die Leute immer noch. Ja, absolut. Und das soll es ja auch. Es soll Genau, ja immer richtig. interessant bleiben für euch. Richtig. Ja, und jetzt stellt sich auch noch die nächste Frage, natürlich, jetzt wo das Ganze so in den Anfangsschuhen war,
konnten wir uns natürlich jetzt nicht Axel und Steven nennen. Ja. Ja, das geht jetzt nicht. Nein, musste natürlich einen Namen her. Ja. Und da hatten wir natürlich lange überlegt, wie wir es machen. Hm. Und waren noch ein paar Namen so zur Auswahl. Ja, und dann letzten Endes. Im Endeffekt ist. Ist es Tinnitus Gaudio geworden. Genau so ist es. Übersetzt heißt das Ganze übrigens klingende Freude. Ich meine, ja, freudig sind wir beide. Klingt tut es hoffentlich gut, was wir machen. Und ja, mit der Gaukelei unterstützt es das oder unterstreicht das Ganze auch noch. Ja, und so sind wir eigentlich zum Namen Tinnitus Gaudio gekommen. Genau. Auch eigentlich auch relativ schnell. Also, ja, das ging auch echt flott. Deswegen. Und das passt. Und das passt halt einfach. Ja, genau, das spricht sich so schön raus. Ja, ja. Ne? Also das ist schon eine coole Sache. Nee, und ja, jetzt haben wir auch schon die nächsten Termine wieder. Ja, genau. Die können wir einmal ganz kurz preisgeben, wer denn gerne mal sehen möchte, was wir beide da so auf der Bühne machen und wer uns da vielleicht auch mal treffen möchte, um dann mal ein kurzes Gespräch zu führen. Haben wir jetzt am Sonntag. Am Sonntag. Ja. Welches Datum ist das? Der 2.4. müsste das sein. Der 2.4. Genau, am 2.4. sind wir in Altenau. Ja. Und zwar zur Eröffnung der Harzer Wandernadel. Genau. Da sind wir eingeladen und da machen wir Musik. Ab 11 Uhr. Genau. Wer da gerne hinkommen möchte oder wer da gerne mal... Eh schon ist. Der darf natürlich sehr gerne da hinkommen. Und ansonsten haben wir beide natürlich auch vor, bei Facebook und Instagram wollen wir auch aktiv werden. Wer das gerne möchte. Ich war ja einmal ganz kurz bei Instagram aktiv unter Akis Werkstatt, aber das habe ich dann wieder eingestampft, weil das war irgendwie, ja, das hat mir nicht so... Ja. Aber jetzt mit der Nummer hier denke ich, dass das wird schon ganz gut. Und wer das möchte, das Ganze geht ab... 1.4. los. Ab 1.4. geht's los. Ja, 1.4. dann sind wir auch bei Facebook und Instagram vertreten. Und bei Facebook und Instagram, da wird es dann mit Sicherheit auch... Mitschnitte aus Proben geben und auch so das eine oder andere von Auftritten. Also wenn wir jetzt irgendwo Auftritte haben, dann kommt das da mit rein, machen da vielleicht auch mal ein kleines kurzes Video zu oder sowas. Genau, mal so ein Live-Video, dass ihr mal seht, wie und was und wo. Genau, und dann auch bei einer Probe oder was kann man ja auch ein Live-Video machen. Wenn man da hier noch Zuschauer kriegt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Wird auf jeden Fall lustig, also sehenswert. Absolut. Nee, cool. Also ich hoffe, ihr habt jetzt natürlich Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Steven besser kennenlernen können. Und wer natürlich noch Fragen hat und Anregungen, der darf die natürlich sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Natürlich. Und ja, ich denke, es ist soweit erstmal alles gesagt. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich finde unsere Jacken ganz toll. Ja, also, wir haben richtig coole Jacken. Grüße gehen raus an Sandra. Schönen Dank, Sandra. Danke. Dass du schön die Jacken hast. Nein, hast du noch irgendwas, was du sagen würdest? Ach, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin beide aufgeregt. Es wird schon alles cool werden. Ja, denn schönen Dank für diejenigen, die es bis hierher geschafft haben. Und nächste Woche kommt natürlich wieder ein sehr spannendes Video. Nächste Woche kommt ein Video, wo schon viele Leute drauf warten. Oh, okay. Ich sage nur, es hat was mit der Dichtheit des Dudelsacks zu tun. So, damit lasse ich euch jetzt alleine. Ich wünsche euch noch eine richtig coole Woche und es verabschieden sich von euch der Aki und der Steven. Macht's gut. Bis ciao. Die Tage. Ciao. Genau, ciao.